Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Zurück in die Vergangenheit, Zukunft. Das könnte dieses Projekt als Titel haben, hat es aber nicht, denn es ist das Esszimmerprojekt, was ich vor Jahren gemacht habe. Ein Esszimmer, das gleichzeitig auch Büro sein sollte. Und es sollte mich an mein Lieblingshotel in Hamburg, das George, erinnern, denn da gibt es diese Drachentapete, die ich unbedingt in dieses Zimmer mit einbringen wollte. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Der Zustand der Wände war katastrophal. Ich musste ganz viel abklopfen, es musste vieles neu verspachtelt werden und ihr habt aber den Einstieg, wo schon verspachtelt wurde und dann als nächster Step das Malervlies auf die Wände kommt. Ich liebe es, mit Malervlies zu arbeiten, egal ob es danach einfach nur gestrichen wird oder ob eine tolle Tapete raufkommt. Da bei mir in dem Fall eine tolle Tapete raufkam, war es wichtig, dass der Untergrund so glatt und eben wie nur möglich ist und das erreicht man mit einer frisch verspachtelten Wand und einem Malervlies drüber. Ja, dann habe ich mich natürlich auch für Stuckleisten entschieden. Stuckleisten sind quasi der Bilderrahmen eines jeden Raumes. Er trennt Decke von Wänden und ist so ein schönes Element, so ein schönes dekoratives Element, dass es sofort dem Raum einen ganz anderen Charme gibt. Dazu einen schönen cremigen Ton, den ich mir ausgesucht habe, ein warmes Beige, würde ich sagen, ein warmes Creme-Beige. Und am Ende natürlich meine Lieblingstapete. Ja, diese Tapete, die ist von Osborne & Little bei meiner Wand entdeckt. Ihr seid bestimmt gespannt, was ist denn eigentlich aus diesem Projekt geworden? Wie sieht es dann aus? Ich hatte das Glück, dass ich noch ein paar Aufnahmen machen konnte, bevor ich nach Bottrop gezogen bin. Und wie es aussieht, ich liebe diesen Look. Ich wünschte, ich könnte diesen Look tatsächlich in einer abgedateten Version nochmal neu machen, weil es einfach ganz, ganz toll ist. Es hat super funktioniert, den Esstisch in der Mitte zu platzieren, dahinter einen langen Arbeitstisch quasi in der Mitte der Computer, rechts und links Ablagenflächen. Da konnte man auch den Computer mal wegnehmen und ein Buffet aufbauen. Das war super, das hat richtig toll funktioniert. Ja, ihr seht das Ergebnis jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie ihr seht, ist aus diesem Zimmer ein ganz herrschaftlicher Essbereich geworden mit Kronleuchter, mit einem schönen schwarzen runden Tisch, der quasi das Zentrum des Zimmers war. Ich hatte auch, ich muss gucken, ob ich noch ein Bild finde, auch einen knallpinken Teppich damals ausgesucht, aber der wurde dann leider entsorgt. Ich konnte ihn nicht retten, was ich sehr schade finde. Aber so ist das, ne? Ihr wisst ja, wenn man Katzen hat und Co., dann passieren Dinge, die dann nicht so toll sind. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video trotzdem gefallen hat, auch wenn es so spät kam. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen. Kling, Glöckchen, Klingelingeling.
dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr von mir. Am Ende gibt es jetzt nochmal zwei Videos. Ich würde sagen, schaut euch das rechte oder das linke an oder einfach beide und habt ganz viel Spaß weiterhin hier auf YouTube mit meinen Videos. Tschüss!